Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Folge von der Challenge auf dem Zweisternhof. Und der Tigerfarm macht hier schon Stress. Aua! Geht sie noch gut? Was wollen sie denn? Haben sie alles geschwadet? Wenn ich jetzt nochmal eine Stelle ohne Schwad finde, dann kriegen sie ein Problem. Ja, dann gucken wir zusammen. Kommen Sie mit. Okay, wir gehen mal woanders hin. Machen Sie. So, hier oben am Feld 1 haben sie auch. Bei der Straße. Ja, an der Straße? Mhm. Wo denn? Hier. Also, ich bin etwas enttäuscht von ihnen. Wenn das Gras wächst, dann kann man nicht so viel sehen. Tut mir leid. Aber... Das war aber zu dem Zeitpunkt, als sie geschwadet haben, noch nicht gewachsen. Ist ja egal. Sie machen das ja noch. So hat man es vereinbart. Ja. Dann viel Erfolg. Ja, schieben Sie mich bitte. Das ist in die Dispo. Danke. Das ist anstrengend, diese Dispo. Hat er schon wieder, der sagt schon wieder, er ist fertig und hat die Hälfte vergessen. Eieiei. Hast du nicht runtergezogen? Herr Tigerfarm hat doch die Dispo. Also. Ja. Ja, weil ich war gerade noch mit Zayden am Reden und dann auf einmal wird ich runtergezogen. Ja. Egal. Jetzt fährt er mir auf den LKW drauf, ey. Was ist denn los mit dem? Ich glaube, wir müssen hier langsam wirklich mal eine Polizei einführen. Nee, das wird so im RP geben. Vielleicht ist einfach etwas überarbeitet. Ups. Machen Sie schon wieder? Ich arbeite. Und Sie? Können Sie sich das vorstellen? Ich bin fertig mit Nähen. So gut? Ja. Ist wirklich gut, weil ich habe nur dieses kleine. Okay. Gemietet. Egal. So, muss das zurückgeben. Was fahre ich denn da zusammen hin? Was fahren wir denn da zusammen? Zickzack. So, damit wir diese Folge auch mal was schaffen. Ich hab es halt. Schaffen. Ja. Ja. Naja, schaffen und Geld verdienen. Darfst du aber nicht, der hat wieder Sinn erlaubt. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Persönlich. Persönlich. So, einer noch. Wo liegt der? Ja, liegt der. So, uiuiui. Ist das eigentlich so ein bayerischer Akzent oder Schweiz oder Österreich? Ja, mei, wo ist denn? Wo ist denn? Ne, ich glaube, das ist Bayern, oder? Aus Bayern? Was denn überhaupt? Ey, dieser Akzent, ihr Wort ist ein Lot hier. Ja, das klar, das ist bayerisch. Oh. Je nachdem, wenn es R mehr gerollt ist, dann ist es fränkisch. Fränkisch? Wobei die im Ostpreußen, die hatten so einen ähnlichen Dialekt. Habe ich mal einen Handwerker zu Hause, dachte ich, das sei ein Franke, und dann hat er gemeint, nee, er ist Preuße. Also damals, bei, wie hieß das, die Stadt da oben. Die Stadt da oben hieß das? Jetzt los, gucken Sie, ich will auch ran. So, ich hoffe mal, er hat es beendet. Oh. Was machen Sie? Der LKW wollte ins in den Wald fahren. Oh oh, das wäre aber glaube ich nicht gut ausgegangen. Nee, das war nicht so toll. Was? Ja, warte mal, hier noch einen Screenshot machen. Wo wollte ich denn eigentlich hinfahren? Ich habe gar nicht geguckt, wo ich hin muss.
Okay, doch richtig gefangen. Ausnahmsweise sind sie doch richtig gefangen. Ja. 3 mal 4 gibt was? 12, gell? 120. 120 und 1, 2, 3, 0 sind 120.000, oder? Ein Viertel. 60. 90. Judele. 90.000. Also bei mir geht's hier sehr voran. Wie geht's bei Ihnen so voran? Ich guck mal gerade. Ich glaube, ich krieg gleich 90.000 aufs Konto. Echt? Wieso das denn? Ich arbeite. Sagen Sie nicht wegen dieser Ihrer blöden Gage hier. So. Wer weiß das schon so genau? Kann ja, durchaus wie? Sein. So, ich habe jetzt vielleicht kein Trigger hier. Moment. Oder ich ja schon. Ach ja. Wenn du eigentlich abends streamst, streamst du dann nur auf dem Abo-Server oder machst du jetzt ja, auch normal wieder? Schon. Ja? Hey, was kann ich denn hier alles? Ah, jetzt. Ah, was machst du denn wieder einen Abendstream? Moment, ich muss mich gerade konzentrieren. Okay, dann. Ah, so geht es. Okay. Dann müssen wir einmal wenden. Nächste Woche. Nächste Woche erst wieder. Ja. Ich hoffe nicht ab 21 Uhr. Doch, normal schon. So, nächste Woche fängt ja wieder die Schule an. Und dann kann ich nicht mehr so lange. So, und dann Z. Wohl, kann dann bestimmt nicht gehen. Ach nee. Machen. Muss mal kurz zum Ende. Ja doch, kann ich. Also, ja. Ja, der Betrag war von mir. 88.000, ja. Vielen Dank. Immerhin. Überweist du das oder ich? So, wieder da. Ja, das ging aber flott. 88.800 Euro. So ist gut. Wieso haben sie das jetzt bekommen? Weil die Ballen vom LU gepresst wurden. Wieso haben sie dann so viel bekommen? Ich dachte, pro Ladung kann man nur 8 Ballen. Oder haben sie diesen... Tja. Haben sie diesen anderen da? Ich hab den Autoload. Ja. Sag mal, wie viele Ballen kann der überhaupt? 8. Wollen sie mich nicht verarschen? 30. Das habe ich ja gerade gerechnet. 12 mal 3... 4 mal 3. Ah ja, ist ja egal. Also 30 Ballen kann er laden. Naja, habe ich gerade auch gesehen. Das lohnt sich. Das Lohn unternehmt sich. Das Lohn unternehmt sich. So. Was sind der hier mit dem Ballenpressen? Eventuell. Hat denn der gearbeitet? Ich weiß nicht, was der gearbeitet hat. Was hat er denn gearbeitet? Nix. Der steht rum. Das ist aber sehr seltsam. Nee, okay, er fährt wieder. Aber der hat jetzt in der Zeit, wo ich die Ballen weggefahren habe, hat er 5 Ballen gepresst oder so. Das ist ja lächerlich. Arbeitsstelle und Ballen, okay. Hoffe ich mal. Ne. Ach ja, ich freue mich ja schon so, wenn ich jetzt. Warte, ich kann gar nicht sagen, ich freue mich schon so. Warum? Ja, warte, ich muss ja sagen, es war cool. Ja, am Wochenende, letztes Wochenende, bin ich in Belgien gewesen. Nicht am Aufnahmetag jetzt, letztes Wochenende, sondern dann, wenn die Folge rauskommt, letztes Wochenende. Ja, habe ich schon verstanden. Ja, man muss das ja immer sagen, sonst denken die immer, oh, ja, wie war es denn?
Ja, und wie war's? Ja, ich hoffe mal, es wird sehr cool. Ich war noch nie in Belgien. Warst du schon mal in Belgien? Nein. Oh, nicht, dass ich den jetzt runterklamm. Nee, Belgien war ich auch noch nicht. Ja, wir fahren da halt hin, weil mein Vater und ich... Warum fährt er denn nicht weiter? Ich gehe mal kurz zum Elo, Moment. Ja, machen Sie es kurz. Klopf, klopf. Ja. Herr Isaac, steigen Sie mal bitte aus. Ja. Ich wundere mich, weshalb Sie hier so lange Ballen pressen. Das kann ja nicht sein. Sie haben die Einstellung nicht richtig gemacht. Ballenablegemodus vom Wickler steht auf automatisch. Den müssen Sie auf manuell. Den müssen Sie auf automatisch stellen. Jetzt bitte weiter. Bitte, ich hatte gedacht, Sie kennen sich mit Ihren Werkzeugen aus. Ich wundere mich, weshalb Sie hier so lange brauchen, um die Ballen zu pressen. Und weiter. Tempomat an und zack. Sie können einfach durchfahren. Beim Abladen hält er automatisch an. Okay? Ja, ich wusste das nicht. Sie stehen ja schon wieder. Ich hab Tempomat drin. Ah, gut. Okay, also bis später. So, jetzt haben die die Technikeinführung bei denen, die ist aber auch katastrophal. Fährt er mit der Ballenpresse rum und lädt jeden Ballen einzeln ab. Kann er doch automatisch abladen. So, mal gucken, ob ich den... Boah, ich bemerke gerade, mein MB-Truck ist auch nicht mehr so ganz... Nicht mehr so ganz frisch. Nee, der muss mal repariert werden, der ist nur noch... 50% hier. Okay. Warte mal, wie viel würde es denn kosten, wenn ich die nicht mal reparieren lasse? Was ist denn eigentlich mein Traktor hier? Der Zustand ist ja wirklich. Willst du das Fahrzeug? Was kostet nur 3 Euro? Ach nee, oh. Ja, doch, warte mal. Ich will trotzdem. So, was habe ich denn da drin? Habe ich da Kalk drin? Aber jetzt müsste es, ja. Hä, es kostet ernsthaft für 3 Euro, um vorne das Gewicht zu reparieren? Ja, das geht auf den Gesamtkauf. Das ist ein Prozentsatz vom Gesamtkaufpreis. Ach so. Und ein Gewicht kostet ja nicht die Welt. Nee, doch recht. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, okay, kostet auch nicht so viel. Ja, er ist wieder gesund, mein schöner MB-Truck. Ah, MB-Truck finde ich ja wirklich auch noch cool. Ja. Ja, am 1. Mai, da war auch ein MB-Truck. Ja, hat einen Wagen gezogen. Ja. Ja, mit den ganzen Leuten drauf, die dann später zu uns gekommen sind und dann laut Mucke gemacht haben und alles verunstaltet haben. Ach, das war... Die Hälfte war cool, zur Hälfte war schlimm. Sagt er wieder fertig, also das LU... So langsam schwindet mein Vertrauen in die Kompetenz. Okay. Ja, was ist denn das? Oh, jetzt habe ich hier manchmal vergessen, Gras, Ding, egal. Völlig außer Acht gelassen, dass die Schafe ja auch sauber gemacht werden müssen. Sie? Ja. Warum denn das jetzt? Ja, hatte ich aber letzte Folge auch. Da war komplett Sauberkeit nicht gekannt. Gut. Fahr ich mal die nächste Ladung weg, ne? Hier. Eine Sache wollte ich jetzt noch in einer Folge ansprechen. Und zwar, Herr Tigerfarm und ich, wir haben uns nochmal besprochen, wie das denn ist mit dem Roleplay-Projekt. Weil er hat gesagt, es wird jetzt wirklich noch total lange dauern, bis einer von uns wirklich die Challenge komplett fertig hat und gewonnen hat. Und er hat gefragt, ob
wir nicht irgendwann wirklich so eine Grenze setzen, dass wir dann an dieser Folge dann aufhören, dann einfach gucken, wer am meisten Challenge geschafft hat. Oder, ja, wer am meisten Fortschritt hat. Gesamtziele erreicht oder auch teilweise die Ziele erreicht? Ja, wenn wir zum Beispiel Gleichstand haben, dann gehen wir dann danach, wer dann am meisten dann noch von den anderen erreicht hat. Wenn wir zum Beispiel, wir haben ja jetzt beide unseren Kredit zurückgezahlt und Schafe komplett voll, oder? Schon wieder, ey. Ja. Ja. Und wenn wir zum Beispiel beide anfangen, keine Ahnung, was müssen wir noch machen? Ah ja, mit hier Gerste. Ja. Wenn du dann zum Beispiel 100.000 hast und ich habe nur 80.000 oder so, dann hättest du gewonnen. Mhm. Wenn wir jetzt wirklich dann aufhören würden. Als Beispiel. Okay. Wenn du halt mehr Prozent dann geschafft hättest, dann würde der Punkt dann an dich gehen. Ja, und das war halt so die Frage von Tigerfarm, ob wir dann nicht einfach mittendrin irgendwann aufhören und dann gucken, wer am meisten hat. Und dann mit dem Roleplay-Projekt anfangen, weil er es doof findet, dass wir so spät jetzt damit anfangen, weil wir halt Challenge mehr machen müssen. Ja, ich habe ja von Anfang an gesagt, das ist ja abhängig von der Challenge. Da wir eben das zwei Server sind, die unterhalten werden müssen. Und ist ja auch so finanziell gemacht werden muss. Ja, kann man ja auch irgendwie. Wir müssten halt gucken, bei welcher Folge ist die Grenze. Also, ja, keine Ahnung, das müssten wir ja dann nochmal besprechen. Das würden wir ja. Werden wir machen. Aber die Info werdet ihr dann nächsten Montag kriegen. Vorher nicht. Dann auch mit einem festen Ergebnis oder mit einem festen Datum, wann die letzte Folge kommt. Ich kann es nachvollziehen, es wird unter Umständen eben schon noch recht lange dauern. Von dem her gehe ich da eigentlich mit der Entscheidung schon mit. Ja. Also ich würde es gerne an der Folgenanzahl festmachen dann. Ja. Wobei es natürlich jetzt schon relativ aussieht. Ja, bei mir sieht es eigentlich auch nicht mehr so aus. Okay, gut. Eigentlich müsste Herr Tigerfarm jetzt gleich kommen und die Abrechnung machen. Ach, da ist er ja. Warum höre ich denn nicht mehr, wenn ich gezogen werde? Hallo. Ja, das weiß ich. Haben Sie wahrscheinlich aufgestellt. Nee, eigentlich nicht. Ich höre das aber auch nicht mehr, also. Ich auch nicht mehr. Also auf meinem Discord, es kommt immer drauf an, ist voll komisch. So, dann herzlich willkommen. So, Ballenpressen. Wie viele Stunden waren das jetzt? Rare 6, hast du es gemerkt? Mm-mm. Echt, ich glaube ein oder zwei. Sagen wir doch einfach drei. Geht die Arbeit denn jetzt schneller von der Hand, Herr Rare 6? Es geht. Also wieder 1100, bitte. Okay, kommt. Von Varuna. Und von Mikado einmal 200 und. Also 200 und. 9. Ja, doch 200 und 900. Das heißt 1000. Auch 1100. Auch, ja. Okay. Du müsstest das halt wirklich schneller wickeln. Ja, das ist. Hier ein bisschen lang. So, okay, dann hast du wieder melden. 100 Trinkgeld. Dankeschön. Wobei die Schwarte halt auch recht groß ist, daher wird es ein bisschen länger. So, also. Die Schwarte ist jetzt endlich fertig. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles. Und bis morgen. Ciao. Bis morgen. Ciao. Ciao.